Okay, da wäre ich dann wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Infinity und ja, ich habe glaube wieder einiges geschafft seit der letzten Folge, ne? Ich habe jetzt endlich mal das Feld komplett hoch verschoben, ich glaube, das war vorher noch nicht. Dann habe ich hier die Rinne mal fertig gemacht, ne? Da ist jetzt auch hier der ganze Boden durchgehend richtig und der Wasserlauf, ne? Und ja, ansonsten habe ich dann eben hier diese Mauer, die ich glaube letzte Folge schon angefangen hatte, auch noch gebaut, ne? Oder hatte ich die schon angefangen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mal. Aber ja, das ist auf jeden Fall dann die Außenmauer vom Haus. Mal sehen, ob ich einzelne Segmente nochmal verändere. Zum Beispiel das da oder so. Dass ich nur manche so mache in dem Stil. Aber der Stil gefällt mir grundsätzlich schon mal ganz gut. Und ja, dann muss ich schauen, dass ich hier irgendwie die Mauer noch hinkriege oder eine andere Lösung. Ich weiß noch nicht genau. Ja, vielleicht mache ich schon nur ein Segment. Und dann muss ich hier eben schauen, ja, dass man vielleicht dann einen Durchgang nach unten hat oder irgendwie so. Ja, das wäre machbar, obwohl das hier auch relativ schlecht ist, weil das Haus genau einen Block nach hinten verschoben werden müsste, ne? Was aber theoretisch, ne, es wäre blöd, ne? Es wäre schon nicht so einfach. Oder ich verschiebe den Eingang da drunten, aber dann haut das auch mit den Kisten nicht mehr hin, oder? Ich glaube. Ja, das funktioniert dann so nicht mehr. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen hier. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, auf jeden Fall. Ansonsten bin ich jetzt erstmal dabei, hier hinten zu terraformen, genau. Da möchte ich jetzt hier das alles auf eine Ebene bringen. Und habe ich mir auch schon wieder ein bisschen Erde geholt, ne? Ich weiß noch nicht, wie weit ich das so treiben werde, dass das auf der Ebene hier kommt, oder gebaut wird. Aber ja, das sehe ich dann schon noch, ne? Ich werde das jetzt einfach mal hier so fortführen, damit das, ganz gut abgeschlossen ist sozusagen. Gut, ich kann ab hier dann eigentlich auch wieder runtergehen, ne? Theoretisch. Ja, muss man mal gucken. Jedenfalls nach hier hinten werde ich dann noch ein bisschen länger das so machen, dass dieses Tal hier so ein bisschen zugebaut wird, ne? Und ja, mal schauen. Ich werde dann hier auch die Bäume noch wegreißen etc. Also da passiert dann schon etwas mehr. Und ja, ansonsten möchte ich noch ein Thema heute ansprechen, und zwar wer wird Millionär? Ja, das wurde sich auch mal gewünscht vor längerem. Ich hoffe, ich habe das nicht schon angesprochen, ja. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ey, ohne Witz, ne? Weil ich die Themen nicht mehr durchstreiche seit einiger Zeit, weiß ich nicht, welche ich schon angesprochen habe. Das ist so dumm, ja. Ich streiche die dann irgendwie einmal im Monat durch oder so, und das ist natürlich auch viel zu selten, ja. Gut, in letzter Zeit habe ich natürlich teilweise auch so wenig Themen angesprochen, dass das gereicht hat, die einmal im Monat wegzustreichen, ne? Aber ja, trotzdem habe ich hier irgendwie einige noch stehen, die ich schon längst durch habe, ne? Also, keine Ahnung, finde ich ein bisschen schade. Jedenfalls, wer wird Millionär? Wie finde ich das? Ja, es ist eigentlich eine ganz gute Sendung noch, ne? Im Vergleich zu, keine Ahnung, zum Beispiel diesen ganzen Assi-Sendungen oder so. Oder selbst zum Supertalent, ne? Wenn man das jetzt mal vergleicht. Ich finde das Supertalent irgendwie komplett sinnlos, ja, das, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie viel zu asozial und übertrieben, was sie da mal machen, ja. Ich habe das früher schon immer nicht leiden können. Jeder fuhr darauf ab, ja. Jeder hat davon gesprochen und ich denke mir so, Alter, what the fuck, ja. So ein irrelevanter Scheiß letztendlich. Das kann es doch nicht sein, ja. Weil, keine Ahnung, ey, das ist. Ich finde das null unterhaltsam, wenn die da irgendeine Scheiße machen, ja. Keine Ahnung, früher war es vielleicht mal lustig noch, als es noch nicht ganz so übertrieben war. Gut, es gab schon immer Deppen dort und so, ja, und es war schon immer ziemlich grenzwertig. Aber ja, früher war es teilweise noch okay, aber heute ist es irgendwie so richtig abgestürzt, die Sendung, finde ich, ja. Und ja, keine Ahnung, Wer wird Millionär zum Beispiel ist halt immer gleich geblieben, so, ja. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so eine dumme Sendung und ja. Auch noch so ein bisschen das Original von diesen ganzen Quizshows, ja. Ich kann ja das mittlerweile nicht mehr leiden, wenn, keine Ahnung, da 1000 Quizshows um die Ecke kommen, ja, die dann immer nur jede Folge dieselben Gäste haben. Das verstehe ich auch null. Alter, was ist das, ja? Da steht dann irgendwie so ein Kai Pflaume oder so, ja, und moderiert da irgend so eine Quizshow, wo jedes Mal dieselben Gäste sitzen, weißt du? Da sitzt dann immer so ein Elton oder so ein Hoecker, ja. Und das ist total immer dasselbe Abklatsch. Ich verstehe das nicht. Warum macht man darüber eine Quizshow, wenn die Kandidaten jedes Mal das Gleiche, die gleichen sind, Alter? Ich sehe das immer so nebenbei und denke mir so, what the fuck, Alter? Was ist daran bitte interessant, wenn man irgendwie 100 Folgen gefühlt von
ein und derselben Person macht, die irgendwelche Fragen beantwortet, ja? Von, also irgendwelche Quiz-Wissensfragen, so. Keine Ahnung, Alter, was soll das? Ja? Och, also, das kann ich wirklich null verstehen, diese Shows. Ja, und da gibt es irgendwie auch immer mehr. Da gibt es irgendwie auf den dritten Programm welche, ja, dann gibt es welche im ZDF und ARD. Also, keine Ahnung, ja. Ich beschäftige mich damit auch nicht weiter. Ich finde einfach nur, dass das einfach überflüssig ist, so. Ja. Und ich weiß nicht, warum das so gut ankommt anscheinend bei den Leuten, ja. Wenn die immer wieder dieselben Leuten und Fratzen sehen, die da letztendlich das kommentieren oder irgendwie was herausfinden müssen, ne? Wie auch immer. Ja, also das ist wirklich komplett komisch und ja, das verstehe ich noch weniger als den Erfolg von Bares für Rares. Ganz ehrlich, ja, das ist auch sowas, also keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Ja, jedenfalls, Wer wird Millionär? Ist dann halt noch so das Original von diesen Quizshows und irgendwie auch noch das, weiß ich nicht, das guckt sich irgendwie am besten noch, ne? Die anderen sind einfach alle so langweilig und keine Ahnung, aber wenn ich mal mehr Wer wird Millionär gucke, was eigentlich auch selten geworden ist, ja, also ich habe das früher schon öfter geguckt mal als jetzt, aber wenn ich es mal gucke, dann fühle ich mich dadurch auf jeden Fall noch mehr unterhalten und das finde ich auch noch viel, viel sehenswerter als irgendwie diese ganzen Billig-Quiz-Shows, die es da gibt, ja. Ganz ehrlich, die sind einfach nur sinnlos, finde ich. Keine Ahnung. Naja. Oder hier Quiz-Duell, ja, da gibt es ja auch die App. Irgendwie war das dann so ein Hype und da gab es eine Sendung und eine App und ja, da sind sie alle drauf abgefahren auf einmal. Ja, das ist halt alles unverständlich für mich, wie ich finde, ja. Keine Ahnung. Irgendwie schon eine komische Sache und ja. So. Ah, guck mal, jetzt habe ich hier schon das ganze Loch von der Seite zumindest zugemacht, ja. Da kann man hier dann noch einen Wald pflanzen oder was weiß ich. Und, ah ja, ich brauche mal eine neue Axt, ne? Ja, hier hinten mit dem Berg muss ich nochmal überlegen. Das mache ich vielleicht auch noch weg. Vielleicht kann ich das hier auch so ein bisschen anpassen, ne? Dass hier der Berg wegkommt. Und dann kann hier noch ein bisschen aufgeschüttet werden, keine Ahnung. Also. Ja, das muss ich sehen. Eventuell mache ich auch hier dann einfach so einen Aufzug oder so, ja, und mache hier alles zu. Mache da so einen, ja gut, Wasseraufzug geht ja nicht, aber einfach so einen Schacht oder so nach oben. Das wäre ja eigentlich auch eine Idee. Ja, muss ich mal gucken. Das wird hier sowieso noch ein größeres Bauprojekt, wie es aktuell aussieht. Und was war das jetzt, hä? Ist jetzt hier irgendein Vieh rumgeflogen oder was? Ich gehe lieber mal schlafen, ne? Hier muss man mal sofort schlafen gehen, wenn es geht, weil hier die ganze Zeit irgendwelche scheiß Mobs kommen und so. Ja, die keiner sehen will. Das ist, hat ein bisschen Überhand genommen hier in dem Modpack. Liegt aber an den Mods halt auch hauptsächlich. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, meine Workbench zu machen. Das ist ja wieder geil. Ich gehe ja mal zu Falk und craft es hier. Weil, ja, kein Bock jetzt heimzulaufen wieder. Ja, ich kann es nicht mehr sehen, dieses Haus. Ja, vielleicht reiße ich es auch nochmal ab und baue doch noch was anderes hin. Ich weiß es nicht. Aktuell lasse ich es erstmal stehen, so wie es ist. Weil, ja, so schlimm finde ich es jetzt nicht. So, müssen wir jetzt die Axt hier nehmen. Die andere geht natürlich direkt kaputt. Ja, aber was kann man noch sagen zu den Quizshows? Ich weiß nicht. Eigentlich ist alles so gesagt, ne? Ja. Also, was mich halt wirklich stört, sind diese Z-Promis oder irgendwelche Moderatoren oder sonst was, die dann in solchen Shows sitzen. Irgendwie Cindy aus Marzahn habe ich, glaube ich, so auch mal gesehen vor Ewigkeiten, von der hört man aber irgendwie auch nichts mehr. Ja. Ich meine, sowas läuft ja auch im RTL, glaube, ne? Laufen auch solche Shows. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube teilweise auch dort. Ja, obwohl da Wer wird Millionär läuft, was irgendwie die viel bessere Alternative ist. Ja. Keine Ahnung. Vor allem auch so ein bisschen das Original eigentlich. Ich weiß nicht, ob es davor noch andere Shows gab. Ich glaube nicht. Ja. So. Aber so viel dazu erstmal. Ne? Das ist halt so die Meinung von mir, ja. Ich weiß nicht, ob jemand eine andere Meinung hat. Ja, zu Wer wird Millionär, ja, ich meine, das ist ja eigentlich eine relativ neutrale Meinung, oder? Ich meine, ja, ich gucke es jetzt auch nicht so oft, ich kann dir jetzt auch nicht so viel zu sagen, muss ich sagen. Also, früher hätte ich da vielleicht mehr zu sagen können, ja. Aber mittlerweile habe ich das einfach nicht mehr so auf dem Schirm. Die Sendung.
Und von daher, ja, passt das ja eigentlich. So, aber wenigstens habe ich mal was loswerden können zu diesen ganzen Shows und so, ne? Ich glaube nämlich wirklich, dass ich über Wer wird Millionär schon mal geredet habe. Also, das kann mir jetzt keiner erzählen. Irgendwann hatte ich das doch schon mal angesprochen. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nicht. Und naja, ich würde dann jetzt einfach mal die Folge beenden, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben eigentlich viel geschafft. Ach so, ich brauche ja noch ein Thumbnail. Ja, das suche ich mir noch mal. Ja, ich würde sagen, nehmen wir mal das hier und das wäre es dann auch schon gewesen von der Folge. Danke fürs Zusehen. Ich muss mir jetzt hier wieder so einen Pfad bauen, aber egal. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und tschüss.